Okay, also wie Sie sehen, ist unser Thema für heute die Hirnhäute, Liquorräume, Blutversorgung des Gehirns und auch die klinischen Bezüge. Moment, jemand hat etwas hier geschrieben. Okay, also. Warum geht es? Ja, jetzt geht es. Okay, also wie Sie es wissen, ist das Gehirn mit drei Hüllen umgeben. Und zwar sehen Sie hier diese drei Hüllen von außen nach innen, heißen sie Dura Mater, Arachnoide und die innerste ist die Pia Mater. Die Dura liegt direkt dem Schädelknochen von innen auf. Ja, das ist hier mit dieser hellblauen Farbe markiert. Das ist die dickeste Schicht eigentlich und wird auch deshalb harte Hirnhaut genannt. Ja, also Dura heißt hart, hart und auf Griechisch heißt das Pachy Meninx. Ja, die griechischen Namen muss ich leider auch sagen, weil klinisch sie wichtig sind. Ja, die Namen der Entzündungen werden nämlich immer von diesem griechischen Namen gebildet. Sie haben wahrscheinlich schon über die Meningitis gehört. Ja, also das kommt auch von diesem Menings. Und Pachy heißt hart. Dann, wenn wir weiter nach innen gehen, dann kommt das sogenannte Spinngewebehaut. Das bedeutet nämlich Arachnoidea auf Deutsch. Und das sieht wirklich so aus wie das Spinnengewebe, also ein bisschen dünner, ist aber durch zahlreiche Bindegewebstrabeken durchzogen und hat dann einen Kontakt zur innersten Hirnhaut, das ist die Pia Mater, die dann direkt der Hirnoberfläche aufliegt. Das ist auch sehr wichtig, dass sie dann reingeht in jede kleine Rinne auch. Im Gegensatz zu Arachnoidea, die nicht mit reingeht in die Rinnen, sondern nur grob die Oberfläche bedeckt. Die beiden zusammen werden auch Leptomeninx genannt, also das heißt weiche Hirnhaut. Und histologisch sind sie auch nicht mehr so straff wie die Dura. Und es entstehen dann Räume zwischen diesen Strukturen, die auch klinisch wichtig sind, weil hier Blutungen dann hauptsächlich entstehen können. Epiduralraum zum Beispiel liegt zwischen Dura und dem Schädelknochen oder Subduralraum zwischen Dura und Arachnoidea und dann Subarachnoidalraum zwischen Arachnoidea und der Pia Mater. Und das ist physiologisch auch sehr wichtig, weil hier diese Flüssigkeit zu finden ist, das Liquor. Diese zerebrospinale Flüssigkeit, die in der quasi das Gehirn schwimmt und so wird das Gewicht des Gehirns auch vermindert. Und außerdem verlaufen in diesem Raum häufig Gefäße, also Arterien oder Venen, also beide eigentlich, bevor sie in das Gehirn eintreten, verlaufen sie im Subarachnoidalraum. Und ich habe diese Arachnoidaltrabeken schon erwähnt. Auf der nächsten Folie sehen Sie immer noch diese Schichten, aber ein bisschen mehr histologisch gezeigt. Mit Rot zum Beispiel ganz außen sehen Sie die Dura. Das ist eigentlich straffes Bindegewebe. Also das ist wichtig. Also eine dicke Schicht, die allerdings aus zwei Schichten besteht. Die äußere ist die dickere, die aus straffem Bindegewebe besteht. Aber wenn wir die Struktur genau beschreiben möchten, müssen wir dazu noch diese meningeale Schicht erwähnen, die von innen eigentlich die Schicht bildet. Und das besteht aus modifizierten Fibrozyten, die sehr stark miteinander verbunden sind durch Tight-Junctions, durch diese Zellkontakte. Und so entsteht eigentlich eine Schranke zwischen dem innenliegenden Bereich und der äußeren Welt sozusagen. Und das wird auch eine Blut-Liquor-Schranke genannt, weil so die außerhalb der Dura liegenden Gefäße und deren Inhalt
von den Liquor abgegrenzt wird. Es ist nämlich sehr streng reguliert, welche Stoffe in den Liquorraum bzw. in das Gehirn eintreten dürfen. Dann sehen Sie mit Grün die weichen Hirnhäute, also Arachnoide und Pia-Mater. Histologisch würde ich hier eher lockeres Bindegewebe sagen, obwohl das auch relativ viele Kollagenfibrillen enthält, wie Sie das auch hier sehen, aber ist doch nicht so straff wie die Dura. Und hier gibt es auch modifizierte Meningealzellen, die eigentlich diesen Liquorraum abgrenzen, also an den Oberflächen finden wir diese Zellen und auch um die Gefäße herum. Ja, also Sie sehen diesen Subarachnoidalraum mit Liquor ausgefüllt, auch umschlossen durch diese Zellen. Und hier sind, wie gesagt, auch die Gefäße eingebettet in diesem Subarachnoidalgewebe. Was Sie hier noch sehen, ist, dass die Pia also direkt der Gehirnoberfläche aufliegt und es gibt auch eine Basalmembran auf der Oberfläche des Gehirns. Das ist auch wichtig und wir werden später darüber noch sprechen, dass Gliazellen ihre Vorsitze, mit ihren Vorsitzen auch noch eine Grenzschicht bilden und erst darunter kommen die Neuronen. Auf diesem Bild sehen Sie, dass die im Subarachnoidalraum verlaufenden Gefäße in das Gehirn immer eintreten. Also das Gehirn enthält schon kleinere Arteriolen, Venolen, Kapillaren. Diese Gefäße werden allerdings durch den Subarachnoidalraum ein bisschen verformt. Ja, sehen Sie, der Subarachnoidalraum stürzt sich mit rein in das Gehirngewebe und diese kleinen perivaskulären Räume werden Virchow-Robin-Räume genannt. Die haben nämlich auch klinisch eine Bedeutung. Rechts sehen Sie zum Beispiel eine MR-Aufnahme und hier sehen Sie in Form von diesen kleinen weißen Punkten diese Virchow-Robin-Räume, die auch diagnostisch wichtig sind, weil zum Beispiel bei neurodegenerativen Erkrankungen, bei Multiple Sklerose zum Beispiel, sich erweitern können. Und man kann zu einer Fehldiagnose auch kommen. Sie sehen nämlich ein bisschen ähnlich wie Metastasen aus. Ja, so, deshalb sind diese Räume wichtig. Aber gehen wir weiter bei den Hirnhäuten. Möchte ich ein paar Worte über die Blutversorgung noch sagen, die Blutversorgung der Hirnhäute. Auf dieser Folie sehen Sie die Dura hier einmal. Hier können Sie sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen, wie dicke Schicht das ist. Das ist wirklich wie eine Kappe, ist um das Gehirn herum zu finden, liegt der Innenseite des Schädels auf. Und beim Schädel, wenn Sie sich erinnern, haben wir schon diese Suzi-Arteriose gelernt und diese entstehen so, dass die Arterien, die die Hirnhäute versorgen, verlaufen eigentlich zwischen der Dura und dem Schädelknochen, das heißt epidural und bilden deshalb diese Suzi-Arteriose am Schädelknochen. Also die Arterien heißen, die Hirnhäute versorgen, Arteria meningea und die Media ist die stärkste, also die am stärksten ausgebildete Hirnhautarteria, deren Äste wir hier auch sehen. Aber wir haben außerdem noch eine vordere und eine hintere meningeale Arterie, die aber wesentlich dünner sind. Und wie Sie es sehen, kommen fast alle aus der Carotis externa. Ja, diese Carotis externa werden wir später bei den HS-Kopf Gegebenen auch präparieren und ja, das ist auch klinisch wichtig, dass diese Arterien aus der Karotis, also die meningealen Arterien hauptsächlich von hier kommen. Man kann nämlich mit Hilfe von Angiografie bei einem Tumor feststellen, ob das Tumor durch die Karotis externa oder interna gespeist wird. Und wenn man sieht, dass es
mit der Carotis externa. Ja, dann versorgt wird, dann geht es meistens um einen Tumor der Hirnhäute. Und wenn es um einen Gehirntumor geht, dann wird das Gewebe von der Carotis interna hauptsächlich versorgt. Ja, über diese Versorgung des Gehirns sprechen wir heute auch noch. Ja, und epidurales Hämatom, also das ist eine Blutung, die Sie auch hier auf diesem Bild sehen. Das heißt, die Blutung ist in diesem Fall zwischen der Dura und dem Schädelknochen und entsteht aus der Verletzung der meningealen Gefäße fast immer. Ja? Also die epidurale Blutung, epidurales Hämatom, ist eine arterielle Blutung. Ja? Und wenn ein Patient mit Symptomen kommt, also mit starken Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit, dann lässt man eine CT-Aufnahme machen lassen und dann sehen Sie, dass hier eine sogenannte konvexe Raumforderung erscheint. Das ist diagnostisch auch wichtig. Die Hirnhäute werden innerviert. Also die Hirnhäute haben eine Innervation, eine sensible Innervation im Gegensatz zum Gehirngewebe, das interessanterweise gar nicht innerviert wird. Also das tut nicht weh, wenn zum Beispiel intraoperativ das Gehirn zum Beispiel gestochen wird oder verletzt wird. Aber die Hirnhäute sind schmerzhaft und Sie sehen das von hauptsächlich von dem Nervus trigeminus, die Hirnhäute innerviert werden, also von dem Ophthalmicus, Maxillaris und Mandibularis. Aber in der hinteren Skala, also Fossa Crani posterior, werden die Hirnhäute auch vom Vagus innerviert. Sie sehen hier, wie diese Äste im Bereich des Foramen Jugulare zurückziehen. Und auch noch von den oberen ersten zwei zervikalen Spinalnerven. Das hat auch eine klinische Relevanz. Und ja, klinisch kann man auch noch über Kopfschmerzen hier ein paar Worte sagen. Diese entstehen nämlich durch Gefäßkontraktionen. Und das ist deshalb schmerzhaft, weil die Gefäße eigentlich innerviert werden. Also die Schmerzfasern sind um die Gefäße herum, um die Arterien herum zu finden, die dann auf Zugreizer, Tonusänderungen eigentlich stimuliert werden. Und deshalb ist die Angiografie auch unter anderem schmerzhaft. Es geht um diese Nerven, die dann die Hirnhäute innervieren. Und ja, Meningitis ist auch eine relativ häufige Erkrankung und kann natürlich es kann mehrere Ursachen haben, bakterielle oder virale, vermittelt durch Zecken zum Beispiel. Aber was ich hier betonen möchte, ist, dass eines der Symptome sehr gut mit der sensiblen Innervation zu erklären ist, die sogenannte Nackensteife. Ja, das ist ein typisches Symptom, das Sie auf diesem Bild hier rechts oben sehen. Das heißt, dass die Patienten nicht mehr den Kopf nach vorne beugen können, weil hier die Nackenmuskeln reflektorisch kontrahiert sind und im Hintergrund steht die Innervation. Ja, also es ist eigentlich ein Reflex, ein viszeromotorischer Reflex. Und im Hintergrund steht das, was ich erwähnt habe, dass die Hirnhäute teilweise auch durch die zervikalen Spinalnerven sensibel innerviert werden. Und diese Nerven, also C1, C2, auch teilweise C3, innervieren hier hinten diese Nackenmuskeln. Ja, wenn Sie sich an die Region Nuchi erinnern, an diese Muskeln, wo wir diese zervikalen Nerven erwähnt haben. Und es kommt zu einer reflektorischen Kontraktion, wenn diese Nerven irritiert werden. Und das ist diagnostisch wichtig. Bleiben wir noch bei der Dura. Ja, die Dura bildet auch an manchen Stellen sogenannte Duplikaturen. Und oben sehen Sie wieder ein Präparat, ein Dura
Präparat, das Sie auch im Cecilia sehen werden. Und hier sehen Sie die sogenannte Fax Cerebri, diese sicherförmige Duplikatur der Dura, die eigentlich sich zwischen den zwei Hirnhemisphären einstürzt. Oder hinten das Tentorium Cerebelli, das zwischen Großhirn und Kleinhirn in diese Fissura transversa sich einstürzt. Auf diesem Schema sehen Sie auch Fax und Tentorium. Das sind die zwei großen Duplikaturen. Und es gibt auch kleinere, wie hier zum Beispiel Fax Cerebelli. Zwischen den zwei Kleinhirnhemisphären stürzt sich das rein. Oder um das Ganglion trigeminale herum, Cavum trigeminale, das ist auf der Pyramidenspitze zu finden. Oder um die Hypophyse herum, das Diaphragma cellae. Also diese Strukturen werden Sie auch später im Cecilia sehen. Und hier möchte ich einige Worte über die Einklemmungen sagen. Ja, also das Schädelinnere ist ein Raum, das sich nicht erweitern kann. Also alle Vorgänge, die Blutungen, Tumore, alle Raumforderungen kommen so zustande, dass sie auf Kosten der anderen Strukturen gehen. Also mit der Zeit kommt es zur Druckerhöhung, weil der Raum sich nicht erweitern kann. Und das Gehirngewebe probiert dann zu flüchten in irgendwelche Richtung. Und was Sie auf dem Bild sehen, sind diese zwei Möglichkeiten. Eine ist hier unten, wenn die Kleinhirntonsillen sich in das Foramen Magnum einstülpen. Das ist eine Einklemmungsmöglichkeit und das ist sehr gefährlich, weil hier die wichtigsten Zentren komprimiert werden in der Medulla oblongata. Atemzentrum, Kreislaufzentrum zum Beispiel. Aber eigentlich ist in der klinisch häufiger die andere, hier oben, es geht hier darum, dass die Temporallappen unter das Tentorium Cerebelli sich einstülpen. Ja? Diese zweite steht mit dieser Duplikatur in Verbindung mit dem Tentorium Cerebelli. Auf dieser Folie sehen Sie immer noch diese Duplikaturen und die sogenannten venösen Sinus. Das venöse Blut des Gehirns wird nämlich in diesem venösen Sinus abgeleitet und diese sind ebenfalls Duplikaturen der Dura Mater. Das heißt, dass die Wand dieser Venen nicht dem konventionellen Aufbau der Venen entspricht, also enthält keine elastischen Fasern zum Beispiel und enthält keine Venenklappen, sondern besteht die Wand auf straffen, kollagenfaserigen Bindegewebe eigentlich. Das ist die Dura, die dann die Wand bildet. Und von innen gibt es natürlich eine Endothelauskleidung, aber das Blut fließt dann in diese großen Sinus rein, aus den inneren Venen des Gehirns. Und hier habe ich auf dieser Folie die wichtigsten mit Namen erwähnt. Und das werden Sie auch in der Übung ausführlich besprechen, welcher Sinus wo genau zu finden ist. Einige davon haben Sie schon bei Schädel gehört im ersten Semester. Also wenn Sie sich an diese Rinnen am Schädel erinnern, wie Sulcus Sinus Transversus oder Sulcus Sinus Sinoidei. Also hier sehen Sie dann die entsprechenden venösen Sinus. Und Confluens Sinum ist eine Stelle, wo drei Sinus zusammenfließen, Sinus Rectus, Sagittalis Superior und Transversus. Also in der Übung werden Sie ausführlich über diese Sinus noch lernen. Weiter geht es zu Arachnoidea. Ja, diese Spinngewebehaut ist auf diesem Bild hier unten rechts sichtbar. Das ist, wie gesagt, eine relativ dünne Schicht.
Und klinisch ist hier aber zu erwähnen, dass diese Arachnoide solche Blumenkohl-ähnliche Wucherungen aufweist. Diese sehen Sie auch hier auf diesen Bildern. Das sind die sogenannten Granulationis arachnoidalis, die zur Liquorresorption wichtig sind. Ja, also diese cerebrospinale Flüssigkeit wird nämlich an diesen Stellen in das venöse Blut resorbiert. Hier sehen Sie ein Schema dazu, wie das geht, und noch ein Schema mit stärkerer Vergrößerung. Ja, es geht nämlich darum, dass diese Aufstülpungen der Arachnoidea die Dura durchstechen und in diesen Sinus, in diesen venösen Sinus reingehen und häufig auch am Schädeldach kleine Grübchen hervorrufen. Wenn Sie sich erinnern, das waren diese Foveoli granularis. Und es geht darum, dass hier diese mit Sinusendothel überzogenen Arachnoidalzotten reichen in das Blut rein und das Liquor wird durch Transzytose, also durch die Zellen hindurch, dann in das venöse Blut gelangen. Klinisch, immer noch bei Arachnoidea, möchte ich das Meningeom erwähnen. Das ist ein gutartiger Tumor der Arachnoidea, der allerdings sehr groß sein kann. Hier sehen Sie auf diesem Bild die Größe eines solchen Tumors. Aber Gott sei Dank ist das ein gutartiges Tumor. Also wenn man das Tumor entfernt, dann wird das nicht neu entstehen. Und das ist, was ich mit der Blutversorgung schon erwähnte, dass die Tumore dann so diagnostiziert werden können, dass man mit Angiografie die Gefäße auffüllt, mit Dusche, und wenn wir sehen, dass es durch die Carotis externa versorgt wird, dann können wir schon sicher sein, dass es um ein meningeales Tumor geht. Hier allerdings ist eine Ausnahme, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Okay, also weiter geht es zu den Liquorräumen. Ja, also wir, die Liquor, also diese cerebrospinale Flüssigkeit, befindet sich nämlich nicht nur im Subarachnoidalraum. Der Raum wird auch als äußerer Liquorraum genannt, sondern auch in den Hirnventrikeln. Das sind die inneren Liquorräume. Und hier sehen Sie ein Schema über diese Ventrikeln. Und ja, ausführlich werden Sie darüber auch in der Übung hören. Ich möchte nur das zusammenfassen. Es geht eigentlich bei Ventrikeln um die Rudimente des Neuralrohrs. Ja, das Neuralrohr enthält auch Liquor, und mit dem Wachstum des Gehirns werden auch diese Ventrikeln mitgewachsen bzw. mitgezogen. So entsteht zum Beispiel diese typische Delfinform der Seitenventrikeln. Man kann nämlich jedem Ventrikel einen Hirnteil zuordnen, je nachdem, wo das zu finden ist. Also diese Seitenventrikel ist der Ventrikel des Tellencephalon. Für jeden Hirnlappen kann man einen Teil zuordnen, also den Frontallappen Coro anterius, dann Pars Centralis gehört zum Parietallappen, dann nach unten hier Coro inferius für den Temporallappen, und diese nach hinten ziehende Ausstülpung ist im Okzipitallappen zu finden. Also diese Form entsteht so, dass das Gehirn sehr stark wächst, die Hemisphären, und ziehen dann die Ventrikeln mit. Dann das Diencephalon hat den dritten Ventrikel, das ist ein Spalt quasi, ein sagittal gestellter Spalt, und ist mit dem Seitenventrikel durch das Foramen Interventriculare verbunden. Dann nach unten haben wir den Aqueductus cerebri, das ist im Mesencephalon zu finden, und dann kommt der vierte Ventrikel, der eigentlich der Medulla oblongata und der Pons
dazu geschrieben, dazu geordnet werden kann. Und in dem Bereich haben wir aber auch Öffnungen. Die beiden seitlichen heißen Apertura lateralis. In der Mitte hier, das ist die Apertura mediana, durch die dann der Liquor in den Subarachnoidalraum austreten kann. Und die Fortsetzung, dieser grün markierte Fortsatz, ist der Canalis centralis, der dann im Bereich des Rückenmarks zu finden ist. Dieses Schema zeigt mit den Pfeilen, wie der Liquor dann zirkuliert. Ja, das wird in den sogenannten Plexus choroideus produziert. Darüber spreche ich gleich, wo diese Strukturen sind. Und dann in jedem Ventrikel fast gibt es diese Plexus choroideus und dann fließt der Liquor immer also Richtung vierten Ventrikel und kann durch diese erwähnten Löcher in den Subarachnoidalraum rausfließen und dann erreicht der Liquor letztendlich diese Granulationis arachnoidalis, wodurch die dann es in das venöse Blut resorbiert wird. Ein Begriff möchte ich hier noch erwähnen, das sind die Zisternen. Ja. Zisternen sind auch hier, manche sind hier auch genannt, das sind die Zisternen, die wir auch in der Prüfung fragen werden. Es gibt nämlich viel mehr, aber nach Namen müssen Sie nicht alle diese Zisternen kennen. Aber was eine Zisterne ist, wäre wichtig. Also es geht einfach um Erweiterung von Subarachnoidalraum. Ja, der Subarachnoidalraum ist nämlich an den meisten Stellen sehr schmal, aber hier zum Beispiel zwischen Medulla oblongata und Kleinhirn ist es erweitert. Also wo es größere Gruben gibt, dann kommt es zur Erweiterung vom Subarachnoidalraum und das sind die Zisternen. Das ist zum Beispiel eine der wichtigsten, diese sogenannte Cisterna magna oder Cerebellum medullaris, wohin eigentlich diese Apertura mediana und lateralis, also, Entschuldigung, die mediana nur führt. Und hier macht man manchmal auch die sogenannte Zisternenpunktion, wenn man das Liquor direkt vom Kopfbereich nehmen möchte. Wo wird also das Liquor produziert? Dazu sehen Sie hier ein Schema über diesen sogenannten Plexus choroideus. Ja, darüber sprechen Sie auch in der Übung ausführlich. Ich möchte aber mit diesem Schema einen Leitfaden zum Verstehen geben. Das ist eigentlich ein Querschnitt von einem Hirnbereich, sagen wir vom Mesenkephalon, weil dort das ungefähr so aussieht. Und hier, das wäre der Liquorraum, also zum Beispiel der Aqueductus, oder ja, in dem Fall ist es kein gutes Beispiel, aber wenn die Enzephalon wäre, das dann der dritte Ventrikel. Und die Ventrikeln sind immer mit Ependym ausgekleidet, also das ist diese schwarze Markierung. Ependym ist modifiziertes Gliagewebe. Und dann kommt die Hirnsubstanz natürlich. Ja. Also hier sehen Sie auf der Oberfläche des Gehirns dann die Pia Mater. Aber was interessant ist, und das ist bei jedem Ventrikel so, dass eine der Ventrikelwände enthält quasi keine Hirnsubstanz. Also hier liegt die Pia Mater direkt dem Ependym auf. Hier. Und so entsteht eine dünne Schicht eigentlich. Das wird Tela choroidea genannt. Ja. Und hier geht es dann, hier kommt es sehr häufig zu Einstürzungen von den Gefäßen, die in der Pia Mater zu finden sind. Das sind hier Kapillaren hauptsächlich. Und diese Stellen, wo es zu Einstürzung der pialen Kapillaren kommt, die aber alle auch mit Ependym umgeben sind, so entstehen die sogenannten Plexus choroidei, also quasi Einstülpungen von der Pia bzw. der Ependymzellen. Und das sind die Stellen, wo das Liquor dann aktiv durch dieses
modifizierte Ependym filtriert wird. Ja? Hier wird das Ependym auch Plexusepithel genannt, weil hier die Zellen ein bisschen anders wie die normalen Ependymzellen aufgebaut sind. Ja? Also auf diesem Schema können Sie sich das vielleicht noch besser vorstellen, also das wäre hier in der Mitte dieser Zotte eine Kapillare, die immer fenestriert ist, damit die Flüssigkeit besser austreten kann aus dem Gefäß. Aber dann kommen diese Plexusepithelzellen, die aber mit Tight Junctions miteinander verbunden sind und Mikrowelle aufweisen. Also das Liquor wird aktiv durch diese Zellen ausgeschieden. Und hier spricht man über eine sogenannte Blut-Liquor-Schranke auch. Also das ist auch hier sehr streng reguliert, welche Stoffe in den Liquorraum eintreten dürfen. Vor allem für die hydrophilen Stoffe geht das. Die Lipophilen können natürlich passiv durchdiffundieren, aber die hydrophilen Stoffe, und dazu gehören auch die Medikamente, können hier schwieriger durchtreten. Ja, also das sind die Stellen für die Liquorproduktion und ja, das Schema zeigt eigentlich dasselbe. Ich möchte das noch vielleicht erwähnen und das ist ja wieder für das Zersilsal. Also wenn Sie diesen Plexuskoloidus dann präparieren werden, dann werden Sie an manchen Stellen diesen Plexus auch entfernen, damit wir in den Ventrikel hineingucken können. Und wenn man einen Plexus entfernt, dann bleiben Abrisslinien an entsprechenden Ansatzstellen. Und diese Abrisslinien heißen Tenien. Ja? Und je nachdem, wo diese Tenien zu finden sind, heißen sie immer anders. Aber der Name ist wieder nicht so wichtig. Wichtiger wäre das Prinzip, was eine Tenia ist. Also das sind quasi die Ansatzstellen des Plexuskoloides. Ansonsten gibt es aber keine Schranke mehr. Also Stoffe, die im Liquor sind, können dann ohne weiteres in die Hirnsubstanz penetrieren. Also eine Liquor-Hirnschranke gibt es nicht. Es gibt aber noch eine Bluthirnschranke, also die Gefäße, die innerhalb der Hirnsubstanz zu finden sind, werden auch durch Vorsätze von Gliazellen umgeben und so entsteht eine Bluthirnschranke. Darüber werden Sie ausführlich auch noch in der Neurohistologie lernen. Das ist auch für die Übung und für das Lernen. Hier möchte ich über diese Folie nicht sprechen. Hier sind nämlich gezeigt, an welchen Stellen genau diesen Plexus pluridus es gibt. Also wo das im Seitenventrikel, wo im dritten Ventrikel und im vierten Ventrikel diese Strukturen zu finden sind. Das sind jetzt verschiedene Schnitte aus dem Gehirn. Das hier ein Frontalschnitt, das ist ein Temporallappenpräparat und das verstehen Sie jetzt momentan noch nicht, aber in der Übung werden Sie später das Gehirn aufschneiden, werden Sie diesen Plexus auch präparieren und auch diese Tenien werden Sie dann sehen, die ich jetzt grün markiert habe. Klinisch kann es auch noch zur Asymmetrie der Ventrikeln kommen, das ist auch ein Frontalschnitt. Jetzt, wo Sie sehen, dass die beiden Seitenventrikel nicht gleich groß sind, das hat auch eine Bedeutung in der Diagnose von verschiedenen Raumforderungen. Oder was ich klinisch noch erwähnen könnte, ist, dass es zur Erweiterung der Ventrikel auch kommen kann. Das wird Hydrocephalus genannt, was Sie zum Beispiel hier oben sehen, das ist wieder der Seitenventrikel in einer transversalen Schicht und Sie sehen, wie stark erweitert sie sind und praktisch kann zu dieser Erweiterung entweder dann kommen, wenn irgendwo die inneren Liquorräume verschlossen
werden. Also zum Beispiel hier auf diesem unteren linken Bild sehen Sie ein Tumor von dem Corpus spinale, das ist diese Zirbeldrüse, die im Bereich des Nasengefangen zu finden ist. Und das Tumor hat hier den Aqueductus cerebri verschlossen und es gibt deshalb keinen Kontakt zwischen dem dritten und vierten Ventrikel mehr. Also der Liquor kann nicht austreten im Bereich des vierten Ventrikels in den Subarachnoidalraum. Und deshalb sind die Ventrikel, die kranial vom Verschluss zu finden sind, zu groß erweitert, zu stark erweitert. Oder es kann zu einem ähnlichen Zustand kommen, wenn das Liquor sich nicht resorbieren kann. Nach Meningitis passiert das, wenn diese Arachnoidalpfoten sich verkleben. Das wird Hydrocephalus mal Resorbierus dann genannt. Bei Kindern ist es allerdings interessant, ja, beim Erwachsenen kommt es nämlich natürlich wieder zur Hirndruckerhöhung sehr schnell, weil das Gehirn, weil das bei der Schäde sich nicht erweitern kann. Bei Kindern aber, wenn wir die Fontanellen noch haben, dann wächst der Kopf sehr stark und es kommt dann erst später zur Druckerhöhung deshalb. Und das ist ein sehr typisches Symptom auch hier, was Sie sehen, dieser Sonnenuntergangsphänomen, weil dieser Druck auch auf die Augen dann übertragen wird. Okay, und wir haben nicht mehr so viel Zeit, also ich möchte noch über die Blutverschleierung des Gehirns sprechen, aber was Sie hier zum Beispiel auf der Folie sehen, werden Sie ausführlich in der Übung besprechen. Also ich möchte jetzt nicht ausführlich über diese Äste sprechen, ich habe aber hier die Äste aufgelistet, die für die Prüfung wichtig sind und die Sie auch erkennen müssen an den Präparaten. Theoretisch wäre aber wichtig, dass das Gehirn praktisch durch zwei Arterien versorgt wird, durch die Carotis interna und durch die Arteria vertebralis. Und diese beiden Systeme sind auch miteinander verbunden durch einen anastomotischen Ring, das wird Circus arteriosus vilisi genannt. Die Einzelheiten lernen Sie darüber in der Übung. Was ich aber hier klinisch betonen möchte, ist, dass diese Arterien, wie Sie auf der vorigen Folie und auch hier sehen, verlaufen auf der Hirnbasis und zwar im Subarachnoidalraum anfangs noch. Und es können auch Aneurysmen an diesen Arterien entstehen. Das sind diese luftballonähnliche Aussackungen der Gefäßwand, die dann hier schematisch auch markiert sind, die dann rupturieren können und dann kommt es zu einer Blutung wieder. Aber im Gegensatz zu epiduralen Hämatom, wo die Blutung zwischen Dura und Knochen liegt, finden wir die Blutung hier im Subarachnoidalraum. Ja, also das ist also zwischen Dura und zwischen Arachnoidea und Diamater, weil die Gefäße durchlaufen. Und dann ist das gleichzeitig der Liquorraum. Also in diesem Fall wird der Liquor Blut enthalten. Das kann man bei der Diagnosestellung ausnutzen. Also wenn man Liquor nimmt, dann wird das Blut blutig sein. Ja, hier sehen Sie zum Beispiel noch den Nervus oculomotorius markiert. Diese Aneurysmen können nämlich vor der Blutung noch Symptome hervorrufen, zum Beispiel, wenn die Aneurysma hier zu finden ist, hier an Cerebri posterior, dann kann das mit Augensymptomen einhergehen, mit Doppelsicht zum Beispiel, weil der Nerv dann komprimiert wird durch das Aneurysma. Die Symptome sind nicht prüfungsrelevant, aber wie bei jedem Stroke gibt es auch hier einen sehr starken Kopfschmerz und dann verschiedene Symptome, je nachdem, wo das Aneurysma zu finden ist. Aber die Tatsache müssen Sie wissen, dass die Ruptur der subarachnoidalen Hirnarterien zu einem
zu einer Subarachnoidalen Blutung führt. Hier auch die folgenden Folien zeigen, wie durch welche Äste die verschiedenen diese erwähnten Arterien, also welche Teile des Gehirns diese Arterien versorgen. Es gibt aber viele Überlappungen, ja, sodass deshalb sehen diese Bilder auch so aus. Aber praktisch kann man sagen, dass das Rhombencephalon, das heißt Kleinhirnpons und Medulla oblongata durch die Vertebralis und ihre Äste versorgt werden. Dann die Konvexität des Porzins, hauptsächlich durch die Cerebri media. Wenn wir aber einen Median-Sagittalschnitt machen, dann sehen wir, dass die ganz mittleren Strukturen hauptsächlich durch die Cerebri anterior bzw. posterior versorgt werden. Und auf einem Frontalschnitt sehen wir, dass die, die etwas lateral liegenden Strukturen, aber ich meine die Strukturen, die innerhalb des Gehirns liegen, aber ganz, also nicht in der Mittellinie. Diese werden ebenfalls vor allem durch die Cerebri media versorgt. Ich habe auch konkrete Äste aufgelistet, die Sie auch in der Übung besprechen werden. Und ich möchte das auch wieder betonen, weil die meisten Hirnblutungen hier auftreten, diese Capsula interna Bereich, die Basalganglien sind Prädilektionsorte für solche Blutungen. Ich gehe weiter zum nächsten Bild dazu. Ja, also Schlaganfall, Stroke kann auch natürlich ischämisch sein. Das ist wieder eher schon Klinik. Aber bei den Blutungen möchte ich das betonen, dass diese Blutungen, und diese Folie zeigt das mir, meistens von diesen Ästen der Cerebri media auftreten, weil diese Äste senkrecht von der Cerebri media entspringen. Das heißt, es kommt zu einem Wirbel bei dem Blutfluss und ja, an diesen Stellen können die Gefäße leichter verletzt werden. Also Capsula interna, wo die großen ab- und aufsteigenden Bahnen durchziehen, werden dann betroffen und deshalb haben die sehr häufig diese halbseitigen Lähmungen als typische Symptome. Ja? Aber in der Übung werden Sie darüber noch sprechen. Es gibt auch zahlreiche Gefäßkollateralen. Diese werde ich jetzt auch überspringen. Wenn Sie später diese Äste lernen, dann werden Sie diese Folie auch besser verstehen. Ich möchte damit nur betonen, dass das Gehirn so versorgt wird, dass auch von der Gegenseite es Blut bekommen kann. Und wenn also zu einem Verschluss kommt, und zwar langsam, wenn der Verschluss langsam entsteht, dann kann das Gehirn durch diese Kollateralen auch noch versorgt werden. Variationen können Sie auch hier auf dieser Folie lesen, ist nicht prüfungsrelevant. Ich möchte aber noch, wenn Sie noch einige Minuten hier bleiben, über den venösen Abfluss sprechen. Ja, teilweise haben wir das schon erwähnt, dass das venöse Blut aus dem Gehirn in diesen venösen Sinus gelangt und aus diesem Sinus führt die Mehrheit des Blutes in die Vena jugularis interna. Das ist die Vene, die am Foramen jugulare aufgehängt ist und führt dann das Blut weiter nach unten in den Halsbereich. Dieses Bild zeigt die Venen, die Sie auch für die Prüfung nach Namen kennen müssen. Mit dunkelblau sind die Sinus erwähnt und gezeigt, mit lila die subarachnoidal verlaufenden Venen, die also in den Sinus führen, und zwar mit Hilfe der Brückenvenen. Über diese Venen werde ich gleich
einige Worte noch sagen. Und hier mit hellblau sind die Venen genannt, die innerhalb des Gehirns, die vom Inneren des Gehirns das venöse Blut sammeln, und diese münden über diese sogenannte Vena cerebri magna in den Sinus rectus rein. Ja? Also in der Übung werden Sie auch ausführlich diese Venen kennenlernen. Ich möchte noch ein paar Worte über die Brückenvenen und über die Emissarienvenen sagen. Emissarienvenen können auch das venöse Blut aus dem Schädelinneren herausleiten, aber nur in bestimmten Fällen, normalerweise fließt das Blut in die Vena jugularis interna. Aber dieses Bild zeigt diese Venen, ja, Brückenvenen. Ja, auf dem Schema sehen Sie hier einen Sinus, hier, also oder hier auch, und einen Sinus, und hier, das ist eine subarachnoidale Vene. Und Brückenvenen verbinden die beiden Venen miteinander. Das heißt, die subarachnoidal verlaufende Vene mit einem venösen Sinus. Und dazu müssen Sie die Dura durchstechen. Das sehen Sie auch hier. Wenn wir die Dura ein bisschen hochziehen, dann spannen sich diese Brückenvenen an. Das hat auch eine klinische Relevanz. Ich werde gleich darüber auch eine Folie noch zeigen. Im Gegensatz dazu sind die Emissarienvenen Verbindungen zwischen einem venösen Sinus und einer extrakranialen Vene. Ja, also das heißt, sie ziehen durch den Schädelknochen durch und stehen mit diesen Diploe-Venen deshalb in Verbindung. Und über diese Emissarienvenen haben Sie auch im ersten Semester beim Schädel schon gehört. Ich habe hier einige solche Venen aufgelistet und unterstrichen, was die wichtigen sind. Mit dem Rest möchte ich noch zeigen, dass zahlreiche solche Stellen es gibt, wo diese venösen Sinus mit einer äußeren extrakranialen Vene verbunden sind, und die Löcher, durch die diese Emissarienvenen durchtreten, sind diese Foramina, zum Beispiel Foramen Emissaria, Foramen Parietale oder Foramen Mastoideum Condylare, die wir im ersten Semester lernten. Die Funktion von diesen Venen ist allerdings nicht das Ableiten des venösen Blutes, obwohl das auch passieren kann, sondern klinisch gesehen können diese Stellen eigentlich als Infektionsvorteil dienen. Also so der extrakraniale Bereich mit dem intrakranialen Bereich in Verbindung, und Infektionen können so leider in das Schädelinnere übertragen werden und einen schwierigeren Zustand auslösen. Ja, und am Ende ein paar Worte über dieses strukturale Hämatom. Ja, es geht jetzt um die Brückenvenen, und das ist nämlich die letzte Form von Blutungen. Wir haben über epidurales Hämatom, subarachnoidale Blutung und intrakranielle Blutung schon gesprochen. Und strukturale Blutung ist im Subduralraum, wie auch der Name sagt, und entsteht, wenn diese Brückenvenen reißen. Und das passiert bei Kopftrauma auch meistens wie eine epidurale Blutung. Aber warum das gefährlich ist, ist, dass hier die Blutung relativ langsam entsteht, und deshalb entstehen erst anfangs noch keine Symptome. Die Patienten können ganz symptomlos bleiben, und erst nach Wochen, wenn die Blutung schon mehr ausgebreitet ist, kommen die Symptome, und dann muss man an eine solche Blutung denken. Und auf einer CT-Aufnahme sehen Sie den Unterschied zum epiduralen Hämatom. Hier ist die Raumforderung nämlich eher konkav. Das hilft bei der Diagnose.
Über die restlichen Folien spreche ich heute nicht mehr. Also das, dieser Sinus cavernosus hätte ich noch. Das ist einer der venösen Sinus, aber über diesen Sinus und über dessen klinischen Bezüge werden Sie in der Übung hören. Ja, und ich mache jetzt Schluss.